Hallo und herzlich willkommen. Wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen allen. Ein paar haben es heute Abend auch ins Edwin Schaafhaus geschafft. Ihnen ein herzliches Willkommen und natürlich auch Ihnen zu Hause, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wünsche ich einen schönen Abend heute bei der Auftaktveranstaltung, bei der Bürgerinfoveranstaltung zum integrierten digitalen Entwicklungskonzept, kurz IDEC. Falls Sie vielleicht gedacht haben, unterwegs im Flyer oder auf der Website, da hat sich ein Schreibfehler eingeschlichen. Nein, nein, diese Veranstaltung oder dieses Konzept heißt wirklich IDEC, hat aber entfernt zu tun mit ISEC, was Ihnen vielleicht schon bekannt ist, noch in Erinnerung ist, wie diese beiden Abkürzungen zusammenhängen. Das erfahren Sie heute und noch vieles mehr. Ganz kurz zur Info vorneweg. Sie können während der gesamten Veranstaltung Fragen stellen im Chatformular. Das finden Sie unterhalb des Videofensters, in dem Sie mich jetzt gerade sehen. Und wir beantworten die Fragen dann gegen Ende der Veranstaltung. Und natürlich haben Sie im Saal hier, meine Damen und Herren, auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, ebenfalls am Anschluss einfach dann mit Handzeichen bemerkbar machen. Masken hat niemand mehr auf, ansonsten würde ich an dieser Stelle sagen, Sie dürfen sie abnehmen, müssen sie aber natürlich nicht, sofern Sie genug Abstand wahren. So, das waren die organisatorischen Punkte vorneweg. Ich bin gespannt auf die Präsentation, was hinter IDEC steckt. Jetzt begrüße ich aber erstmal zur Begrüßung Katrin Alpsteiger. Herzlich willkommen. Ja, vielen herzlichen Dank. Auch von meiner Seite sowohl natürlich hier ans Podium als auch nach draußen vor den Bildschirmen und auch insbesondere an diejenigen, die heute sich hier vor Ort eingefunden haben. Herzliches Grüß Gott, schönen guten Abend miteinander. Freut mich, dass Sie dabei sind. Ja, erstmals eine hybride Veranstaltung, städtische hybride Veranstaltung. Irgendwie passt das ganz gut zum Thema. Schließlich geht es um Digitalisierung. Reine digitale Veranstaltungen hatten wir schon das eine oder andere Mal, die ganz gut funktioniert haben. Gab es auch einige Teilnehmer, die sich schon selbst davon überzeugen konnten, dass es gut funktionieren kann und jetzt eben auch hybrid. Das heißt, so dieses Digitale und auch das vor Ort, wo man sich noch so direkt in die Augen schauen kann, das zusammenzubringen, ist wahrscheinlich auch eine ganz wesentliche Herausforderung, die in diesem ganzen Prozess steckt. Ja, Ziel des heutigen Abends ist es erstmal, eine allgemeine Information an Sie alle rauszugeben über den Weg dahin, wie wir als Stadt Neu-Ulm digitale Stadt werden können und intelligente Stadt in diesem Zusammenhang. Auf dem englischen Parkett würde man wahrscheinlich eher Smart City sagen. Das ist ein gängiger Begriff, mit dem wahrscheinlich heute inzwischen jeder was damit anfangen kann. Was sich aber ganz genau dahinter verbirgt, das werden wir heute Abend noch von einigen unserer Gäste hören, von City and Bits, die Sie da an diesem Punkt nochmal ganz genau abholen werden, damit wir auch alle ein gemeinsames Verständnis haben von dem Begriff und was sich dahinter verbirgt. Ja, und dann spielt natürlich auch noch eine große Rolle, dass die Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt, also Sie, sich einbringen können heraus und wir gemeinsam miteinander herausfinden können, wie wir auch in Zukunft wettbewerbsfähig sein können mit den ganzen Herausforderungen, die die Digitalisierung und die gesellschaftliche Entwicklung so mit sich bringen. Dieser IDEC-Prozess ist Teil eines Förderprogramms, also diese Konzeptentwicklung für eine intelligente, digitale Smart City ist vom Bayerischen Bauministerium gefördert. Wir sind als Neu-Ulm in den Bewerbungsprozess gegangen und sind zum Schluss als eine von 11 bayerischen Städten ausgewählt worden. Und ein wesentlicher Bestandteil von diesem Prozess ist eben eine breite Bürgerbeteiligung. Das heißt nicht nur, dass wir uns den Kopf zerbrechen, was wir brauchen, sondern insbesondere, dass Sie uns sagen, welche Ideen Sie haben und wo auch noch Handlungsbedarf in diesem Bereich besteht. Ja, es ist schon angesprochen worden, IDEC und ISEC, diese beiden Begriffe, die ähneln sich tatsächlich und haben auch was miteinander zu tun. Denn bereits im integrierten Stadtentwicklungskonzept wurden einige Herausforderungen identifiziert, die auch im integrierten digitalen Entwicklungskonzept, um das es heute und auch in den folgenden Monaten sich drehen wird, schon herausgefunden, identifiziert worden sind. Und nur um einige Beispiele zu nennen, da geht es zum Beispiel um das Thema Belebung der Innenstadt, Verbesserung des Stadtklimas, Schaffung neuer Mobilitätsangebote, Verbesserung der Nahversorgung oder auch der Teilhabe aller am gesellschaftlichen Leben in der Stadt. Also ein sehr, sehr breites Feld.
über das wir heute anfangen, mit Ihnen zu sprechen. Aber natürlich ist der Prozess damit nicht beendet, sondern er wird letzten Endes noch mit Ihnen, mit der Öffentlichkeit bis Ende 2022 laufen. Also ausreichend Zeit, falls Sie heute nicht alles losgeworden sind, das auch noch in der Zukunft in den nächsten Wochen und Monaten zu tun. Sie sind jedenfalls dazu herzlich eingeladen und ich freue mich jetzt schon auf die Veranstaltung, auf den restlichen heutigen Abend. Vielen Dank, Frau Oberbürgermeisterin Katrin Alpsteiger. Ja, die Freude ist ganz meinerseits und ich möchte jetzt auch gar nicht lange drum herum reden und stelle Ihnen jetzt einen derjenigen vor, die dieses Projekt mit vorantreiben. Die Verwaltung der Stadt Neu-Ulm muss, darf, soll dieses Mammutprojekt nämlich nicht ganz alleine stemmen. Die haben sich Hilfe geholt von einem Planungsbüro, wir haben es gerade schon gehört, City and Bits Urban Catalysts. Und ich begrüße jetzt Jens Mössle, der uns erklärt, wer oder was ist diese Smart City eigentlich? Jens Mössle, bitteschön. Ja, vielen Dank, dass ich jetzt auch starten darf und Ihnen auch diesen Begriff, Sie haben es gerade schon gesagt, naja, was verbirgt sich eigentlich hinter Smart City, näher bringen darf. Jetzt müssten wir einmal auf genau die Präsentation wechseln. So, ich überbrücke die Zeit mal, weil wir dürfen Sie nicht nur im Anschluss an die Veranstaltung einladen, an einen langen Beteiligungsprozess, sondern auch heute zum Mitmachen animieren. Sie dürfen nämlich schon mal Ihr Smartphone griffbereit halten. Wir werden nämlich heute über Mentimeter, vielleicht kennen die ein oder anderen dieses Tool schon, werden wir heute immer wieder so kleine Beteiligungsrunden einführen, sowohl für Sie zu Hause, Sie können das genauso machen wie Sie heute vor Ort und dann werden wir gleich den Code einblenden und dann geht es auch gleich los und werden dann auch wirklich starten. So. Sie dürfen in der Zwischenzeit schon mal menti.com in Ihren Browser eingeben und dann finden Sie gleich so ein Eingabefeld, wo Sie den Code entsprechend eingeben können. So, sehr gut, jetzt sind wir ready. Genau, und das sieht eben so aus, Sie finden hier oben den Code, das ist die 62712617 und dort dürfen Sie uns jetzt die Frage mal beantworten, mit welcher Erwartung sind Sie eigentlich heute hierher gekommen, was erwarten Sie oder was verstehen Sie unter dem Begriff der Smart City, der ja doch sehr breit gefasst ist, der sehr international geprägt ist und von dem wahrscheinlich die wenigsten genau wissen, was sich dahinter verbirgt und was Sie vor allem persönlich darunter verstehen. Wir werden hier auch gleich die Ergebnisse, wenn Sie was eingetippt haben, sehen. Sie haben jeweils unten in Ihrem Smartphone so einen Button, wo Sie draufdrücken müssen noch, damit die Ergebnisse abgesendet werden. Sie haben drei Begriffe, die Sie einreichen dürfen. Ich darf auch das Podium hier einladen. Wenn Sie möchten, dürfen Sie auch gerne teilnehmen und mal eintragen, was Sie unter dem Begriff Smart City verstehen. Und dann sehen wir mal gleich, was da alles kommt. So, die ersten Begriffe kommen rein. Nachhaltig digital, das ist schon mal ein sehr gutes Stichwort. Das werden wir auf jeden Fall heute mehrmals zu hören bekommen. Gute digitale Vernetzung, kostenfreies WLAN. Okay, das ist, glaube ich, einer der Klassiker, an die die meisten denken. Optimierte Prozesse, Nachhaltigkeit kommt mehrmals. Die digitale Verwaltung, vielleicht das auch vorweg. Ich glaube, das hilft auch Ihnen zur Einordnung noch mal ganz gut. Die digitale Verwaltung ist ja eigentlich, oder wir sehen die digitale Verwaltung als ein anderes Thema, so ein bisschen wie Smart City. Die digitale Verwaltung ist Teil der Smart City, aber ein eigener ganz großer Schwerpunkt. Bei Smart City geht es für uns vor allem um die, naja, wir könnten sagen, die digitale Stadtentwicklung. Also weniger jetzt digitale Prozesse für die Bürgerschaft, sondern wirklich die digitale Stadtentwicklung. Das ist, glaube ich, ganz gut zur Einordnung, dass wir das nochmal ansprechen. Intelligent kam mehrmals, ne? Sie sehen das praktisch als Word Cloud. Die Begriffe, die häufiger kommen, werden größer. Wir haben schon 14 Teilnehmer oder 14 aktive Nutzer von Mentimeter. Dann haben wir sonst noch? Smart Meter. Smart Meter, für die es nicht kennen, da geht es um smarte Energieversorgung, also intelligente Energieversorgung, ganz konkret in den Stadtquartieren oder zu Hause. Wir haben Vernetzung,
automatisierte Dienstleistungen, Gläser in der Stadt, oh, das ist aber auch ganz gut. Solche Begriffe wollen wir auch aufgreifen heute und Ihnen ein bisschen vermitteln, was wir eigentlich unter Smart City verstehen und dass es gar nicht der gläserne Bürger ist, wo was wir eigentlich wollen und in die Richtung, in die es gehen soll, sondern eigentlich eine ganz andere. Grüne Städte ist auch spannend, Open Data, da geht es darum, wie die Daten der Stadt oder generell Daten in der Stadt offen zur Verfügung gestellt werden können für Sie zu Hause, für alle Bürgerinnen und Bürger und was man damit Tolles machen kann. Ich würde sagen, wir springen mal auf die nächste Folie. Wir haben nachher noch ganz oft die Gelegenheit, oder Sie haben ganz oft noch die Gelegenheit, sich einzubringen. Aber wir wollen jetzt erstmal nochmal so einen kleinen Schlenker zur Smart City schaffen. Was hat das Ganze eigentlich mit der Stadt zu tun, beziehungsweise wo kommt das Ganze eigentlich her? Eigentlich steht im Mittelpunkt der Wandel der Stadt. Wir haben momentan, und das merken Sie jeden Tag immer wieder, wir haben eben den Klimawandel, der nicht weggeht. Wenn wir nur, Sie sehen auf der linken Seite diese Karte, von einer durchschnittlichen Erhöhung der Temperatur um 1,5 Grad ausgehen, sehen wir ganz große Veränderungen, die eben ganz Deutschland, die ganze Welt betreffen. Wir im Süden haben sogar ein bisschen mehr Glück. Also Sie sehen hier diese graue oder diese blaue Zone. Das bedeutet letztendlich, also das verbirgt sich hier hinter diesen einzelnen Kästchen. Wir werden vor allem durch stärkere Hitze und Hitzesommer geplagt, mehr oder weniger. Und das ist eher sogar noch weniger. Ne? Also wenn wir gerade diese roten Felder anschauen, die haben noch sehr viel mehr Herausforderungen, die sie sich in Zukunft stellen können. Da geht es uns im Süden ein bisschen besser. Aber trotzdem sind die Auswirkungen des Klimawandels natürlich auch bei uns spürbar. Starkregen und Überschwemmungen gehören genauso dazu. Gleichzeitig, wenn wir an den Wandel der Stadt denken, sind natürlich aber auch gesellschaftliche und soziale Aspekte sehr, sehr wichtig und die müssen wir eben auch herausgreifen. Die Bevölkerung, Sie als Bürgerinnen und Bürger, haben ganz andere Erwartungen an die Stadt von morgen, als Sie die vielleicht heute haben. Sie erwarten, dass Städte lebenswerter werden, dass die Bedürfnisse der Bürger gleichzeitig aber auch steigen und wir deswegen nachhaltigere, grünere, intelligentere Städte brauchen. Wenn Sie die Oberbürgermeister in Deutschland fragen, das ist das OB-Ranking sozusagen, was sind die Top-Themen unserer Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Deutschland, dann bekommen Sie das als Antwort. Das sind die Top-Themen in Orange aus dem Jahr 2021, also ganz aktuell. Es geht vor allem um Klimaschutz, Mobilität, Digitalisierung, Innenstadtentwicklung, aber auch sowas da hinten wie Corona-Maßnahmen sind dort mittlerweile ganz aktuell aufgegriffen. Und das sind die Top-Themen, mit denen sich die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Deutschland beschäftigen, um unsere Städte besser zu machen, resilienter zu machen und Städte für morgen vorzubereiten. Wenn wir dann noch fragen, welche Rahmenbedingungen vor allem geändert werden müssen, geht es vor allem in Richtung Digitalisierung und Finanzierung, die verbessert werden muss, um eben das umzusetzen. Wenn wir die digitale Transformation der Stadt betrachten, geht es vor allem um dieses Zusammenspiel zwischen Mensch, Natur und Technik, das wir durch Digitalisierung aber auch besser machen können. Wir können Nachhaltigkeit besser sichtbar machen, wir können Nachhaltigkeit unterstützen durch digitale Tools und das eben in diesen Wandel der Stadt eben vorantreiben. Es gibt, Sie sehen hier ein paar Beispiele, was man alles machen kann. Letztendlich geht es aber darum, dass wir versuchen, Stadt und Landschaft zu verbessern, zu vernetzen, zusammenzubringen, eine höhere Lebensqualität dadurch zu erreichen und die Attraktivität der Städte für die Bürgerschaft eben weiter zu steigern. Wenn Sie mich fragen, wie sieht die Stadt von morgen aus, dann kann ich es Ihnen gar nicht sagen, wie unsere Stadt 2050 ausschaut. Aber ich kann Ihnen sagen, wie die Stadt von heute ausschaut und dass wir mit dem Wissen, das wir heute haben, bereits die Stadt von morgen etwas besser machen können und etwas zusammenbauen können und vor allem die Grundlagen dafür schaffen können, dass wir auch morgen aktiv die Stadt gestalten können und nicht reaktiv darauf reagieren müssen, was die Umwelteinflüsse mit sich bringen. Die meisten Menschen leben in der Stadt. Sie sehen hier diese Karte. Ne? Das ist vor allem hier natürlich dieses Ballungszentrum, dort, wo die meisten Menschen leben, wo die Regionen sehr städtisch sind. Wir im Süden sind da auch logischerweise eher im Städtischen unterwegs, wobei wir auch sehr schön, und das ist, glaube ich, das Tolle vor allem an unserer Region hier, sowohl die Stadt als auch das Land und die Region haben, in der wir uns sozusagen austoben können. Und das ist, glaube ich, das spricht ja auch für unsere Region hier. Welche Trends beobachten wir? So ein Fachbegriff, ne? Brain Drain, worum geht es da eigentlich? Das ist eine Realität, der sich vor allem ländliche Regionen stellen müssen, dass qualifizierte Fachkräfte eher in die Städte abwandeln. Wir haben hier natürlich in Neu-Ulm und auch in Ulm durch diese starke Region eigentlich einen sehr großen Vorteil im Gegensatz zu anderen Regionen. Aber auch trotzdem durch die Internationalisierung merken wir auch hier vielleicht sowas wie einen Brain Drain. Auf der anderen Seite beobachten wir sowas wie die Landflucht. Ne? Also das Zusammenspiel von Landbevölkerung und Stadtbevölkerung
vor allem auch durch Corona, hat sich vielleicht auch geändert. Vielleicht haben auch die ein oder anderen erkannt, okay, während Corona ist vielleicht das Landleben doch besser wie das Stadtleben. Und auch dort beobachten wir mittlerweile unterschiedliche Ströme in unterschiedliche Richtungen. Das setzt natürlich andere voran, das setzt natürlich andere Herausforderungen oder bringt andere Herausforderungen mit sich und setzt Anforderungen an die Stadt von morgen. Deswegen versuchen wir, die Stadt eben ja, nachhaltiger, lebenswerter zu kreieren. Und wenn Sie jetzt überlegt haben, okay, was hat das jetzt eigentlich mit Smart City zu tun? Sie haben bisher gedacht, okay, es geht um intelligente Vernetzung, es geht um Technologie, es geht um WLAN in den Innenstädten. Dann muss ich sagen, okay, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Das, was wir praktisch als Ausgangslage gerade erkannt haben, das ist eigentlich, oder Smart City ist eigentlich genau die Antwort darauf. Ne? Es geht eigentlich darum, oder anders gesagt, Smart City ne, als Sammelbegriff, es gibt auch gar keine einheitliche Definition von Smart City. Wenn Sie hier alle auf dem Podium fragen würden, würde jeder anders sagen, was er unter Smart City versteht. Aber letztendlich, was verstehen wir im größten Teil drunter, wenn wir aus der Stadt schauen? Es geht um eine intelligente Vernetzung, es geht um eine gesamtheitliche Entwicklung der Stadt, der intelligenten Stadt. Und das machen wir eben durch den Einsatz von intelligenten Tools und Techniken, indem wir das Leben der Menschen, der Bürgerinnen besser machen können und wollen. Und das machen wir vor allem gemeinsam mit der Bürgerschaft, mit der Wissenschaft, mit der Wirtschaft. Woran orientieren wir uns daran? Es gibt die Smart City Charta. Das ist praktisch das Leitbild aller deutschen Smart Cities. Die schreibt eben vor, wie wir Städte intelligenter, besser machen können und wie diese nachhaltige digitale Stadtentwicklung dort voranschreitet. Die setzt gewisse Werte voraus. Dort sind gewisse Werte niedergeschrieben, an denen wir uns auch orientieren, damit es eben nicht so wird, dass der gläserne Bürger entsteht oder dass die technologieorientierte Stadt entsteht, sondern dass die Stadt entsteht, in der die Bürgerinnen und Bürger, in der sie gerne leben möchten. Und was ist daran so wichtig? Wir wollen Städte lebenswerter und liebenswerter machen. Wir wollen Städte vielfältiger machen. Wir wollen sie offener machen, partizipativer, inklusiver, aber auch klimaneutral und ressourceneffizient, weil das eben die Themen sind, die morgen wichtig sind. Was ist jetzt eigentlich Smart City runtergebrochen? Wenn Sie mich jetzt fragen, was ich unter Smart City verstehe als naja, Digital Native, dann würde ich Ihnen sagen, es geht letztendlich darum, dass wir den physischen Raum, also das, wo wir heute sind, mit dem digitalen Raum vernetzen, also verbinden. Und wie funktioniert das? Das machen wir durch Sensoren, die wir im Stadtraum, in der Außenfläche, überall praktisch, aber auch in Ihrem Smartphone, ne, das Sie heute dabei haben, da sind auch ganz viele Sensoren drin, die wir eben den eigentlichen realen physischen Raum durch Sensoren ausstatten und dort Daten generieren, die dann in den digitalen Raum übergehen. Im digitalen Raum verknüpfen wir das dann noch mit dem Wissen, das wir bereits haben, das wir Städte bereits haben und versuchen dann, das wiederum in den physischen Raum rüberzukriegen. Und das funktioniert durch Software, die im Hintergrund Analysen macht, die Daten miteinander vernetzt und verknüpft. Und Aktoren, das sind beispielsweise Ampeln, das sind Anzeigetafeln vom Verkehrsleitsystem, dann wieder in den physischen Raum bringt. Damit das jetzt für Sie ein bisschen greifbarer ist, habe ich ein ganz praktisches Beispiel mal mitgebracht. Das kennen Sie alle. Parkplatzsituation, ne? Sie wollen irgendwo parken. Momentan versuchen Sie überall einen Parkplatz zu finden, aber was wäre, wenn Sie jetzt praktisch genau wüssten durch Ihr Smartphone, an der Stelle ist ein Parkplatz frei und den kann ich mir sogar reservieren, bevor ich überhaupt erst in die Stadt reinfahre. Was brauche ich dafür? Ich brauche Sensoren am physischen Ort, die übertrage ich dann, diese Daten der Sensoren, in den digitalen Raum, indem ich das, was ich als Parkplatz kenne, digital nochmal abbilde. Vernetzt es eben mit den Daten, das wird dann alles ne, miteinander vernetzt und ausgewertet. Und dann bekommen Sie am Ende genau dieses Parkleitsystem oder die Information, ne, das Ergebnis im Parkleitsystem angezeigt oder in Ihrem Handy. Das ist letztendlich Smart City, das ist digitale Stadtentwicklung. Ganz einfach, bürgerorientiert und vor allem nutzerorientiert, weil Sie den meisten Nutzen davon haben. Aber Smart City ist eigentlich viel mehr. Ne? Es ist nicht nur Technologie, es ist nicht nur Stadtentwicklung, sondern ganz viele Themen können darunter gefasst werden. Es hat, wenn wir darauf schauen, verschiedene Entwicklungsdimensionen, könnte man das nennen. Ne? Der Blick, den wir auf die Smart City haben, der kann technologisch sein, der kann stadtplanerisch sein, kann gesellschaftlich sein, aber auch politisch oder ökologisch oder ökonomisch. Und darunter finden sich dann ganz viele Themenfelder, die Sie aus Ihrem täglichen Leben kennen. Infrastruktur, Mobilität, die Umwelt, Services, das, naja, die Verwaltung selber, die Menschen, die Wirtschaft. Das alles drunter ist eigentlich letztendlich Teil der Smart City. Das heißt, Smart City ist eigentlich nur ein Konstrukt, das darüber geht und alle diese Themen miteinander vernetzt und miteinander verbindet. Wen brauchen wir, um so eine digitale Stadtentwicklung hin zu Smart City zu kreieren? Wir brauchen kurz gesagt alle.
Wir brauchen Sie als Bürgerschaft, wir brauchen die Wissenschaft, wir brauchen die Wirtschaft, wir brauchen die Verwaltung, wir haben es mal, ne, Konzern, Kommune, also die Stadtwerke, alle Betriebe der Stadt, die praktisch das tägliche Leben mit Versorgung, Entsorgung sicherstellen. Aber auch Schulen, Kindergärten und so weiter, ne, alles, was praktisch zur Stadt gehört, brauchen wir letztendlich, wenn wir eine digitale Stadtentwicklung erreichen wollen. Und das machen wir, indem wir sehr viele Partizipationsformate einrichten, indem wir alle mitnehmen und sie aktiv an dem Wandel teilhaben lassen. Wenn wir jetzt nochmal draufschauen, was ist eigentlich digitale Revolution und was hat das genau mit Ihnen zu tun, dann kann man, naja, akademisch gesagt sagen, Digitalisierung ist eigentlich ein soziotechnisches System. Also es ist die Art und Weise, wie Menschen und Maschinen oder Technik miteinander interagieren. Und letztendlich geht es aber immer darum, und das muss, glaube ich, allen bewusst sein, was auch die Stadt Neue möchte und was eigentlich unser Ansatz ist, wir wollen Technik einsetzen, um das Leben der Menschen zu verbessern und nicht der Technik oder Digitalisierung der Technik wegen. Wir haben mal angeschaut, was bedeutet das eigentlich konkret für die Stadt Neu-Ulm? Welche technologischen Infrastrukturen haben wir? Welche technologischen Infrastrukturen brauchen wir? Beispielsweise das LoRaWAN-Netzwerk, das dafür sorgt, dass die einzelnen Sensoren, die wir im physischen Raum ausbringen, miteinander vernetzt werden können, an das Internet angebunden werden können und dass wir die Daten dort zusammenfassen können. Wir brauchen aber auch sowas wie Glasfaser-Sensorik und natürlich das WLAN, ne, das gerade schon genannt wurde. Und darauf aufbauen können wir verschiedene Trends eben nutzen, um Smart City-Anwendungen zu kreieren, sei es im Bereich, ne, Smart Home, smartes Umweltmanagement, smartes Solarkataster oder Smart Traffic, also anders gesagt intelligentes, ne, Leben zu Hause, intelligentes Umweltmanagement und so weiter. Ich habe Ihnen links mal auch nochmal unser Selbstverständnis von Digitalisierung niedergeschrieben. Digitalisierung bedeutet vor allem Kulturwandel. Das ist ein langer Prozess, der geht nicht von heute auf morgen, sondern da braucht man ganz viel für. Sie fängt bei den Menschen an und hört bei Geschäftsprozessen auf. Das heißt, eigentlich sind die Menschen im Mittelpunkt und die müssen erstmal mitgenommen werden auf dem Weg, bevor dann am Ende auch sowas wie, naja, Prozessoptimierung, was auch genannt wurde, gerade in der World Cloud, gemacht werden kann. Und vor allem, Technologie ist nur Mittel zum Zweck. Was kann ich durch Technologie eigentlich in der Smart City machen? Mal, ne? Weiter gesponnen in diese Technologierichtung. Wir haben hier oben ein Bild. Ne? Das analysiert praktisch alle Autos, das analysiert den kompletten Verkehr in der Stadt. Wir haben mittlerweile die Möglichkeit, eben durch Datenströme Städte besser und effizienter zu machen, indem wir Daten hernehmen und Berechnungen zu machen. Im Bereich Energieverbräuche, Klima- und Umweltdaten, indem wir Verkehrsströme besser sichtbar machen können, aber auch besser steuern können, indem wir Infrastrukturauslastungen erkennen können oder Nutzungsverhalten. Dafür brauchen wir aber genau diese Dinge, ne, diese Sensorik, diese IoT-Sensoren oder sowas wie Smart Home oder Smart Grids, also diese Energienetze. Vorhin hatten wir Smart Meter auch schon. Andere Städte gehen daran und sagen, wir wollen möglichst viel Technologie in die Stadt bringen, damit wir dann möglichst viele coole Anwendungen kreieren wollen. Das machen vor allem die asiatischen Städte. Wir haben hier mal ein Beispiel aus Sondo in Südkorea. Die haben mittlerweile so eine ganze Schaltzentrale, in der sie praktisch wirklich die ganze Stadt beobachten können, schauen können, was passiert in der Stadt und wirklich die Stadt digital steuern können. Es hat sehr, sehr viele Vorteile, sowohl im Katastrophenschutz als auch im täglichen Versorgung- und Entsorgungsbereich. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, die asiatischen Städte, die achten jetzt nicht besonders stark auf Datenschutz und auf ihre Bürger. Und genau das wollen wir eben nicht. Oder wir haben ein Beispiel aus Duisburg, das ist sogar in Deutschland. Ich würde mal das zugespitzt sagen, die praktisch ihre Smart City an Huawei verkauft haben. Kann man machen, kann man aber auch anders machen. Deswegen praktisch, wenn wir heute drauf schauen, was können Technologiekonzerne bereits mit unseren Städten machen, was kann Google machen, was kann Apple machen, was können bereits viele Firmen im asiatischen Raum machen, dann stellen wir eigentlich fest, dass wir vor allem selber aktiv werden müssen und unsere Städte von morgen gestalten müssen, um eben selber zu entscheiden, welche Technologien setzen wir ein und wie setzen wir sie ein. Wer steht im Vordergrund? Sind es die Bürger oder ist es die Technologie und die Anwendungen? Oder ist es, ja genau, das böse Bild, was ich gerade gezeigt habe. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, dass Sie heute hier sind, dass Sie zu Hause zuhören und vor allem am weiteren Beteiligungsprozess teilnehmen. Was machen Städte in Deutschland? Wir sind mittlerweile in der Lage, so diese Sensoren, die ich vorhin beschrieben habe, so einzusetzen, dass wir gewisse Dashboards, so nennt sich diese Ansicht hier, oder Cockpit eben darstellen können. Dort sehen wir praktisch ähnlich wie, naja, wie Sie am Smartphone sehen oder so, oder im Smart Home, diejenigen, die es schon haben,
Dort sehen wir diese Daten eben vereint. Städte wie Bad Hersfeld, aber auch Darmstadt sind da einer der Pioniere natürlich. Diese haben sich sehr früh damit beschäftigt und dort können bereits Klimadaten sehr gut online angezeigt werden, Verkehrsdaten. Also ganz viel kann dort möglichst einfach und grafisch aufbearbeitet angezeigt werden. Bis dahin ist es aber ein weiter Weg, muss man auch dazu sagen, aber es wird der Weg gegangen und das ist das Wichtige. Und jetzt möchte ich noch mal ganz kurz unterscheiden, vor allem, jetzt haben Sie auch dieses böse Bild aus Nordkorea oder Südkorea gesehen. Was ist eigentlich genau eben nicht, was wir Smart City nennen oder was wir unter Smart City verstehen, sondern wir versuchen hier einen bürgerorientierten Smart City-Ansatz zu fahren. Das heißt, die Bürgerschaft steht im Mittelpunkt, man möchte die Zukunftsaufgaben der Stadt lösen und das ist wirklich das oberste Credo in allem, was passiert. Jetzt habe ich mal ganz viele Impulse kurz gegeben zum Thema Smart City. Jetzt sind Sie wieder an der Reihe, denn ich habe noch ein Thema im Petto sozusagen, was als nächstes kommt. Und Sie war das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Aber jetzt würde ich erstmal gern von Ihnen wissen wollen, was glauben Sie denn oder was ist Ihre Meinung dazu? Stehen Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammen oder nicht? Das wäre so ein bisschen die Frage. Sie haben auch den Schieberegler, den können Sie ganz bequem von links nach rechts ziehen. Auf der rechten Seite finden Sie ja auf jeden Fall, auf der linken Seite nein, auf keinen Fall. Also die zwei Extremen sozusagen. Die ersten haben schon abgestimmt. Die Tendenz geht Richtung ja, auf jeden Fall. Es gibt einen Zusammenhang. So, es werden mehr. Es pendelt sich so bei, 75% ein. Aber noch einen kurzen Augenblick. Aber Sie erkennen schon die Richtung. Ne? Und jetzt würde ich Sie fragen, wenn wir im bilateralen Dialog wären, und wo genau ist jetzt der Zusammenhang? Ne? Das ist die spannende Frage sein. Und die möchte ich auf der nächsten Folie gleich nochmal, nicht beantworten, aber noch einen kleinen Impuls dazu geben. Sie kennen bestimmt die SDGs der United Nations, also die UN-Klimaziele sozusagen, die alle ratifiziert haben, die auch logischerweise in Deutschland mittlerweile im Mittelpunkt stehen, das ist auch gut so. Und genau die gilt es jetzt auch umzusetzen auf die kommunale Ebene, also auf die Stadt neu anzuwenden. Und alle Städte sozusagen können davon profitieren, alle SDGs unterstützen auch die nachhaltige Entwicklung in den Städten. Und jetzt ist genau die Frage, wie kann Digitalisierung dort unterstützen? Ne? Welchen Einfluss hat Digitalisierung dort? Wir haben es mal so ein bisschen versucht zusammenzuschreiben. Die Frage ist eigentlich, welche digitalen Technologien können einen substanziellen Beitrag eben zur Erreichung der nachhaltigen Stadtentwicklung leisten. Wenn wir jetzt diese Ziele durchschauen, dann fällt vor allem der 11. Punkt auf, ne? Nachhaltige Städte und Gemeinwohl. Wenn wir dort reinschauen, welche Parameter oder Ziele dort genannt sind, geht es ganz viel darum, erstmal überhaupt zu erkennen, wie ist denn die aktuelle Situation in Neu-Ulm? Wie viel Verkehr haben wir? Wie viele Autos haben wir pro Einwohner? Wie viel Fläche haben wir? Also ganz viele Themen können wir durch die Digitalisierung erstmal greifbar machen und erkennbar machen, wo man teilweise noch gar kein Wissen sozusagen drüber hat. Also Digitalisierung kann die eben unterstützen, auch im Bereich Klimaschutz. Sie kann dafür sorgen, dass wir bezahlbare und saubere Energie haben, vor allem aber auch im klassischen Bereich der Nachhaltigkeit, das, was wir unter ökologischer Nachhaltigkeit eben verstehen, kann Digitalisierung einen wichtigen Beitrag eben tragen. Und smart und nachhaltig schließt sich nicht aus, sondern ergänzt sich eigentlich. Und deswegen müssen wir das Thema Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Stadtentwicklung gemeinsam denken. Wenn ich Sie jetzt frage, welchen Einfluss hat eigentlich die digitale Transformation oder der digitale Wandel, was spüren Sie am meisten? Wir haben mal die Bedürfnispyramide mitgebracht. Wenn man heute vor allem Jugendliche an Schulen fragt, was kommt da als erstes, was brauchen Sie unbedingt, bevor Sie das Essen haben, bevor Sie das Trinken haben? Sie brauchen Akku und am besten WLAN. Also sozusagen die Anforderung und die Erwartungshaltung der Bürgerschaft hat sich, oder von Ihnen, ne, allen, hat sich geändert. Sie haben ganz andere Grundbedürfnisse, die hier noch gar nicht in der Pyramide drin waren. Aber letztendlich merken Sie dadurch, dass eigentlich Digitalisierung den Alltag der Menschen schon längst beeinflusst hat. Und jeder einzelne von Ihnen wird wahrscheinlich kein Beispiel nennen können, wo Digitalisierung nicht irgendeinen Einfluss hat oder Sie sozusagen Digitalisierung merken oder sogar abhängig davon sind, weil Sie eben Ihr Smartphone nutzen, weil Sie Ihren Laptop nutzen und so weiter. Mal anders gesagt, in der Smart City bedeutet natürlich Digitalisierung auch sehr, sehr viel. Und es gibt sehr viele Beispiele, wie Digitalisierung auch Ihr Leben persönlich besser machen kann, wie es die soziale Teilhabe und Interaktion besser machen kann. Ich habe nur mal ein paar Beispiele mitgebracht, weil sonst ist es immer so eine Worthülse. Aber was bedeutet es konkret und was für Beispiele kann ich konkret mitbringen? Beispielsweise in der digitalen Nachbarschaftshilfe kann ich ganz viel durch Digitalisierung machen. Es ist ganz einfach und die Bürger stehen im Mittelpunkt und Sie alle haben einen Benefit, also einen Vorteil davon, sei es Ältere oder sei es Jüngere, indem wir die miteinander vernetzen.
aber auch sowas wie Sharing Economy, ne? Das Laientauschen von Gütern und Produkten ist viel einfacher, wenn wir das digital machen können. Auch die, ne, wenn wir an den Ressourcenkreislauf denken, wenn Sie über eBay Ihre gebrauchten Gegenstände verkaufen, ist es viel nachhaltiger, wie wenn Sie die wegwerfen. Aber erst durch eBay haben Sie die Möglichkeit, das mit anderen zu teilen. Wir haben für Ältere vor allem viele Möglichkeiten, auch länger selbstbestimmt zu Hause zu wohnen und nicht praktisch in ein Heim zu müssen oder weg zu müssen, sondern ich kann durch Sensoren im Raum oder in meiner Wohnung sozusagen Stürze erkennen, ich kann Notrufe absetzen, ich kann schauen, ob der Herd aus ist, ganz automatisch, sodass die Älteren auch unserer Gesellschaft weiter Teil der Gesellschaft sind und selber selbstbestimmt eben zu Hause leben können. Wir haben sowas mittlerweile wie Ersthelfer-Apps, die jeden von uns unterstützen können, auch in brenzligen Situationen sozusagen helfen zu können, die wir vorher nicht gehabt hätten. Wir haben sowas wie einen Online-Mietspiegel, der mittlerweile, naja, sehr viel Transparenz auch gibt. Oder wir haben Telemedizin-Portale, die eben uns auch dort eben unterstützen, wenn es um die medizinische Versorgung geht. Warum machen wir das, beziehungsweise wie machen wir das? Und da wird es eben spannend. Es geht vor allem um die Nutzerorientierung. Wenn wir heute, oder wenn Sie dieses Bild sehen, ich fand das ganz lustig, Sie denken, das Kind hat richtig viel Spaß, richtig cool. Und was sieht das Kind eigentlich von unten? Was ganz anderes, was Sie denken, was das Kind sieht. Und deswegen, und warum habe ich diese Grafik mitgebracht? Weil ich Ihnen nochmal sagen möchte, das ist wichtig, dass Sie sich eben in diesem Prozess engagieren, dass Sie Ihre Perspektive einbringen und vor allem, dass Sie immer wieder auch kritisch mal hinterfragen, was tun wir da eigentlich, damit genau gewährleistet ist, dass das, was wir tun, Sie unterstützt und die Bürgerschaft im Mittelpunkt stellt. Wie würde sowas besser aussehen? Ganz konkret, naja, man müsste die Figuren eigentlich nur ein bisschen drehen. Das zweite ist Nutzerorientierung. Wie können wir diese digitalen Tools oder was auch immer wir tun, für alle nutzbar machen? Wir haben gute Beispiele von Apple, von Google. Wie sieht es oftmals in Deutschland leider aus? Ganz anders, ne? Gar nicht so nutzerorientiert, gar nicht so einfach, sondern sehr kompliziert. Oder noch ein anderes Beispiel. Wie funktioniert ein Ticketautomat im Ausland und wie funktioniert einer in Deutschland? Ich wollte Ihnen damit nur noch mal sagen, naja, Sie müssen uns schon sagen, was Sie auch brauchen und wie es für Sie einfach ist. Und Sie müssen sozusagen auch, naja, uns unterstützen, indem Sie sagen, was Sie erwarten und das immer wieder testen und auch kritisch reflektieren, damit eben sowas wie hier rechts nicht funktioniert, sondern dass es möglichst einfach für Sie ist, dass alle daran teilnehmen können und dass es inklusiv ist. Als klar, kleines Fazit vielleicht. Welche Mehrwerte bietet jetzt so eine Smart City eigentlich für die Bürgerschaft? Vor allem, ich habe es mehrmals angesprochen, es macht die Städte lebenswerter und liebenswerter, inklusiver. Wir schaffen eine andere Gemeinschaft. Wir können praktisch Familie und Beruf viel besser vereinen durch Digitalisierung. Das merken Sie vielleicht heute schon auch, wenn Sie im Homeoffice arbeiten können und sozusagen auf Ihre Kinder parallel aufpassen oder ne, besser aufpassen können sozusagen oder Ihre Älteren oder Ihre Freunde und Familie sozusagen durch FaceTime viel besser kontaktieren können. Wir können kommunale Herausforderungen viel besser lösen, sei es der Klimawandel, sei es alle Herausforderungen logischerweise. Auch Katastrophen konnten durch Digitalisierung viel besser gelöst werden. Es ist natürlich aber auch für die Stadt Neum ein wichtiger Standortvorteil oder ein wichtiger Standortfaktor, denn Digitalisierung bedeutet auch neue Arbeitskräfte und vor allem für die Region hier, die ja sehr stark ist, ist es extrem wichtig, dass wir uns dort eben weiterentwickeln und eine gute Grundlage bieten, dass Firmen sich ansiedeln und dass ja, neue wertvolle Jobs sozusagen entstehen. Und tatsächlich ist es auch ein Kulturwandel, der viele Generationen bedarf. Wir sind wahrscheinlich so die erste Generation, die wirklich irgendwie, naja, mit dem Smartphone eigentlich aufgewachsen ist. Das wird sich noch weiter ziehen, da wird noch sehr viel passieren. Aber letztendlich wird es ein paar Jahre dauern oder ein paar Generationen auch dauern, bis der digitale Wandel letztendlich alle richtig vollumfänglich erreicht hat. Jetzt habe ich Ihnen ganz viel Input mitgegeben. Jetzt möchte ich noch mal bisschen den Blick geweitet, Sie nochmal einladen, nochmal zu fragen oder nochmal eine Rückmeldung zu geben. Was verstehen Sie jetzt vielleicht auch unter Smart City? Oder was ist Ihnen wichtig geworden? Oder welche Themenfelder haben Sie auch erkannt, dass sie eben wichtig sind? So, jetzt kommen ganz viele spannende Rückmeldungen, die wir vorher gar nicht hatten.
Und das ist genau das, was, das ist genau richtig. Also genau, die Menschen im Mittelpunkt stellen, das ist wohl das Wichtigste, was wir im Bereich oder was die Smart City eigentlich machen kann. Sie kann viel mehr Partizipationsmöglichkeiten eben für die Bürgerschaft eben zur Verfügung stellen. Wir können Nachhaltigkeit besser gestalten, wir können Infrastrukturen besser, resilienter und zukunftsweisender gestalten. Natürlich, auch Datenschutz ist ganz wichtig, keine Blockchain kommt hier, Cybersicherheit ist ganz arg wichtig. Selbst aktiv werden, jetzt springt es ein bisschen. Lebenswert, na genau. Be simple, not smart. Das gefällt mir auch sehr gut. Das passt zu den Grafiken, die ich am Schluss gezeigt hatte. Es geht wirklich darum, einfache Lösungen zu schaffen. Das Gemeinwohl kommt hier noch. Sicher, vernetzt. Erledigt den Alltag. Oh, ob es den Alltag erledigt, weiß ich nicht, aber es unterstützt vielleicht den Alltag. Das so wie vielleicht an der Stelle noch gesagt. So, sehr gut. Vielen Dank für Ihre Teilnahme jetzt an den Mentimeter-Folien. Wir werden Sie nachher wieder fragen, und zwar auch im Vortrag oder im Impuls sozusagen von Maria Real, die jetzt gleich noch den IDEC-Prozess vorstellt. Werden diese Mentimeter-Fragen immer wieder kommen. Das heißt, Sie können die offen lassen, Sie brauchen die nicht schließen, sie werden wiederkommen. Und dann danke ich jetzt für Ihre Aufmerksamkeit und gebe sozusagen ab an Maria. Vielen Dank. So, nachdem Sie jetzt umfassend informiert sind darüber, was die Smart City aus unserem Blickwinkel ist, wollen Sie bestimmt auch wissen, Mensch, was machen wir denn jetzt in diesem IDEC-Prozess? IDEC, nochmal ganz klar gesagt, es geht um den integrierten digitalen das integrierte digitale Entwicklungskonzept für die Stadt Neu-Ulm. Frau Alpsteiger hat es vorhin schon mal angedeutet. Dieses Projekt findet statt gemeinsam mit 11 weiteren Kommunen in Bayern, die sich auch der Frage stellen, wie denn die Digitalisierung für die Stadt in Bayern aussehen kann und eben auch in Bezug auf die Mobilität. Das Projekt läuft insgesamt 1,5 Jahre, hat im März begonnen und geht eben noch bis Oktober nächsten Jahres, ist angesiedelt in der Abteilung der Stadtplanung. Wir allerdings arbeiten in einem sehr interdisziplinären Team innerhalb der Stadt und haben fast alle Abteilungen auch vertreten, um eben hier auch den Blickwinkel zu weiten und alle Perspektiven mit reinzuholen. Sie sehen also, es geht uns nicht nur darum, dass wir die Bürgerschaft mitnehmen, die Wirtschaft und die Wissenschaft, sondern eben auch die Verwaltung soll wirklich in diesem Prozess von Anfang an mitgenommen werden. IDEC, wie auch schon der Herr Mösle gesagt hat, wir digitalisieren nicht der Digitalisierung willen, sondern wir bauen auf Bestehendem auf. Und das tun wir ganz konkret auf dem ISEC, also auf dem integrierten Stadtentwicklungskonzept, welches ja vor kurzem auch abgeschlossen wurde. Wir schauen uns also ganz konkret an, welche Herausforderungen denn die Stadt Neu-Ulm hat, schauen auch nochmal nach links und rechts, welche weiteren Digitalisierungsthemen denn relevant sind und überlegen uns dann, welche digitalen Lösungen denn für den lokalen Kontext Neu-Ulm sinnvoll sind. Und das tun wir eben nicht nur wir als Verwaltung bzw. als Planungsbüro, sondern das tun wir zusammen mit Ihnen, mit den Bürgern, mit der Wirtschaft, mit der Wissenschaft. Nachher werden Sie auch ganz kurz noch darüber informiert, wie das im Detail auch aussehen wird, um die Lösung wirklich auch so anzupassen, dass es für Sie stimmig ist. Wenn dieses Projekt zu Ende ist, dann haben wir einen wichtigen Grundbaustein für die digitale Stadt Neu-Ulm geschaffen. Um einfach nochmal zu zeigen, was ist denn das Besondere an der Stadt Neu-Ulm? Was Sie hier sehen, sind die Siedlungsstrukturen in Neu-Ulm. Also auf der einen Seite haben wir wirklich sehr dichte Strukturen im Bereich der Innenstadt und auf der anderen Seite haben wir dezentrale, ländlichere Strukturen, zum Teil auch mit recht viel Landwirtschaft. Und hier ist einfach die Frage, wie können denn digitale Lösungen für solche Stadtstrukturen auch aussehen? Sie können sich vorstellen, dass digitale Lösungen für eine Stadt wie Berlin ganz anders aussehen müssen als für eine Stadt wie Neu-Ulm.
Um das nochmal ganz plakativ zu zeigen, wir schauen uns also an, was brauchen wir für Daten, welche digitale Anwendungen sind relevant, aber auch welche Technologien und Infrastrukturen brauchen wir, aber eben immer angepasst an die lokalen Herausforderungen, in dem Fall eben an das ISEC. Wir schauen uns die Smart City Karte an, wir orientieren uns also ganz klar an Werten und schauen uns auch die lokalen Ziele an, die wir dann im Rahmen des IDEC-Prozesses auch identifizieren werden. Ganz konkret wird sich das Projekt mit 4 Themenfeldern beschäftigen. Das erste Themenfeld ist die städtebauliche Entwicklung und Demografie. Das zweite Natur, Klimaschutz und Energie. Das dritte Themenfeld ist Mobilität und Infrastruktur. Und das vierte Themenfeld ist die Daseinsvorsorge, soziales Leben und Teilhabe. Ich werde Ihnen jetzt die Ergebnisse der Bestandsanalyse, also des ersten Leistungsbausteines des Projektes, vorstellen und die Leitfragen, die wir eben aus dieser Bestandsanalyse abgeleitet haben, werde ich Ihnen auch kurz vorstellen. Sie werden vielleicht an der einen oder anderen Stelle feststellen, dass die Themen vielleicht gar nicht so eng mit dem Thema Digitalisierung verbunden sind, aber genau das ist eben das Ziel des Prozesses, des Projektes, dass wir dann schauen, macht an der oder der anderen Stelle Digitalisierung wirklich Sinn oder sind da eigentlich analoge Lösungen viel sinnvoller? Das heißt, es ist uns wirklich nicht wichtig, für jedes Problem eine digitale Lösung vorzuschlagen, sondern wir wollen das wirklich angemessen und bedarfsorientiert machen. Im Themenbereich der städtebaulichen Entwicklung und Demografie haben wir 3 Schwerpunkte. Einmal das Thema Innenstadt, die Wohnquartiere und die Gewerbegebiete. Und im Bereich der Innenstadt haben wir identifiziert, dass ein ganz wichtiges Thema die Identität der Neu-Ulmer Innenstadt ist. Und wir stellen uns die Frage, wie schaffen wir es, mehr Frequenz, mehr Urbanität in die Innenstadt zu bringen, zum Beispiel indem wir eben mehr Freiräume schaffen, mehr Akteursnetzwerke oder die Akteursnetzwerke stärken und soziale Orte schaffen, Orte der Begegnung. Wir schauen uns natürlich auch an, welche Lösungen wir für das Thema Einzelhandel finden. Wie Sie selber wissen, hat die Corona-Krise den Einzelhandel schwer getroffen. Das ist auch in Neu-Ulm der Fall. Und wir werden einfach schauen, welche digitale Lösungen wir denn vorschlagen können, um den Einzelhandel wieder zu stärken. Und natürlich wird es auch um das Thema Leerstandsmanagement gehen. Wie können wir denn leerstehende Räume vielleicht auch anders nutzen, Mischnutzungen vorschlagen, vielleicht auch Räume für die Kultur schaffen, neue Räume für Bildung schaffen, Pop-up-Stores ins Leben rufen. Alles das werden Fragen sein, die wir beantworten werden im Rahmen des Prozesses. Wohnquartiere ist ein weiterer Aspekt. Und hier wird es darum gehen, dass wir sozial-ökologische Quartiere entwickeln und das mit digitalen Lösungen unterstützen. Also ganz wichtig, der Klimawandel, Klimaresilienz herstellen. Und da wird es das Vorhaben Wohnen am Illerpark geben, was sich als Pilotprojekt eignet. Auch die Durchmischung fördern, also die Stadt der kurzen Wege, die Nahversorgung verbessern. Auch das wird ein zentraler Aspekt des Projektes sein. Und auch der Bestand, ne? Es wird ja nicht nur eine Neuentwicklung von Quartieren geben, sondern auch der Bestand muss weiterentwickelt werden. Und hier geht es darum, sozial verträgliche und ökologisch sinnvolle Transformationen zu ermöglichen. In Bezug auf die Gewerbegebiete, das ist, glaube ich, ganz, ganz eingängig. Zukunftstechnologien können ganz neue Geschäftsmodelle ins Leben rufen und von daher für die Unternehmen vor Ort eine ganz neue Chance ermöglichen. Wir haben folgende normative Leitfragen daraus abgeleitet. In Bezug auf die Innenstadt werden wir uns fragen, wie kann sich die Neu-Ulmer Innenstadt zu einem lebendigen und vielfältigen Ort des lokalen Handels
und durchmischte Nutzung weiterentwickeln, auch mit dem Blick auf attraktive öffentliche Räume für einen sozialen und interkulturellen Austausch. Durch welche Maßnahmen kann Digitalisierung eine solche Entwicklung ermöglichen? In Bezug auf die Gewerbegebiete wird eine Leitfrage sein, welche zusätzlichen digitalen Impulse können gesetzt werden, um die Gewerbegebiete als wettbewerbsfähige Standorte für zukunftsfähige Branchen weiter zu stärken. Und die letzte Leitfrage dieses Themenfeldes wird sein, die Stadt braucht neuen Wohnraum und Wohnquartiere. Die sozial ausgewogen und ressourceneffizient eine Stadt der kurzen Wege unterstützen. Welche Rolle also sollen digitale Innovationen im Bereich der städtebaulichen Entwicklung und dem Gebäude- und Quartiersmanagement spielen? Das Themenfeld 2, Natur, Klimaschutz und Energie, wird sich auf das Thema blaue und grüne Infrastrukturen konzentrieren. Und hier wird es darum gehen, vernetzten Freiraum und grünen Infrastrukturen miteinander zu vernetzen. Was Sie sicherlich schon oft gehört haben, ist die Biotopsvernetzung. Aber es ist eben auch so, das ist die Vernetzung von Freiraumen ist förderlich für die Natur, aber eben auch für den Menschen, weil sie die Lebensqualität steigert. Gleichzeitig wird es wichtig sein, das Regenwasser besser zu managen, besonders in Zeiten der Trockenheit und den Hochwasserschutz sicherzustellen. Die Leitfrage, die wir daraus abgeleitet haben, ist, wie können Planung und Unterhalt blau-grüner Infrastrukturen durch digitale Technologie unterstützt werden, etwa im Bereich der Pflege und des Monitorings der Infrastrukturen und der Erfassung von Umweltdaten. Das dritte Themenfeld wird sich mit Mobilität und Infrastruktur beschäftigen. Und hier, das ist auch ganz typisch in Deutschland im Allgemeinen, sehen wir einen hohen Anteil an motorisiertem Individualverkehr. Und in Zeiten des Klimawandels wird es wichtig sein, dass wir neue Mobilitätsformen erkunden und das auch in Neu-Ulm. Und da sehen wir wirklich eine Chance, dass die zukünftige Trägerschaft des ÖPNVs bei der Stadt Neu-Ulm liegen wird. Und da könnte man sich halt überlegen, multimodale Angebote schaffen, also verschiedene Verkehrsmittel miteinander zu verknüpfen, Mobilitätshubs ins Leben zu rufen oder eben andere Formen der Mobilität, zum Beispiel Ride-Pooling, ins Leben zu rufen. Auch das Thema Radverkehrsinfrastruktur wird eine wichtige Rolle spielen, um eben genau Alternativen zur bestehenden Mobilität weiter zu fördern. Die Leitfrage, die sich in diesem Themenfeld stellt, ist, wie kann Digitalisierung nachhaltige Mobilitätsformen und neue Nutzungsangebote in den Bereichen Nahversorgung, Soziales, Bildung und Kultur in peripheren bzw. dörflichen Lagen fördern. Und das letzte Themenfeld beschäftigt sich mit der Daseinsvorsorge, sozialem Leben und Teilhabe. Und hier wird es wichtig sein, dass wir wirklich alle Bürger der Stadt Neu-Ulm mitnehmen. Dass wir auch an Digitaleinsteiger denken, dass wir Seniorinnen und Senioren mitnehmen und dass wir Akteursnetzwerke in der Stadt stärken. Die Leitfragen werden also sein, wie kann die digitale Stadt Neu-Ulm umfassend und selbstbestimmte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben ermöglichen und ihnen barrierefreie digitale und analoge Angebote machen. Eine zweite Frage wird sein, wie können die digitalen Strategien und Projekte in Neu-Ulm der Steigerung des Gemeinwohls und der nachhaltigen Stadtentwicklung dienen? Wie gerade schon gesagt, wir haben Ihnen gerade vorgestellt den ersten Leistungsbaustein dieses Projektes, die Bestandsanalyse. Im nächsten Schritt werden wir eine SWOT-Analyse, eine Stärken-, Schwächen-, Chancen- und Risikoanalyse durchführen, um eben weitere Grundlagen zu schaffen. Darauf aufbauend wird ein Leitbild, Strategien und Ziele abgeleitet und eine digitale Potenzialanalyse gemacht. Was bedeutet das? Wir schauen uns an, aufbauend auf der SWOT-Analyse, auf der Bestandsanalyse, welche digitalen Lösungen eignen sich denn
für die Stadt Neu-Ulm. Und hier sind Sie gefragt. Also dieser Öffentlichkeitsbeteiligungsprozess findet parallel und gemeinsam zur digitalen Potenzialanalyse statt. Und um nicht einfach ein weiteres Papier zu produzieren und das Ganze umsetzungsfähig zu gestalten, werden wir darauf aufbauen, ein Maßnahmen- und Finanzierungskonzept entwickeln, um dann nach Beendigung dieses Projektes auch in das Doing zu kommen. Und selbstverständlich, Sie wissen das selber, ist es auch wichtig, dass wir überprüfen können, ob wir denn die Ziele, die wir uns für das IDEC gesetzt haben, auch erreicht haben. Und deswegen werden wir für die Zielerreichung Erfolgskriterien festsetzen und im weiteren Prozess evaluieren, ob denn die Maßnahmen sinnvoll gewesen sind. Und jetzt möchten wir Sie noch mal fragen, was sind denn Herzensthemen aus Ihrer Sicht im Bereich des IDEX? Was ist Ihnen wichtig, woran sollten wir denken? Mobilität, genau. Das wird ein ganz wichtiges Thema sein im Projekt. Fahrradwege, Carsharing, sehr gut. Auf weitere Schwerpunkte eingehen. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen konkreter werden. Vernetzen und Teilen von Lösungen auch mit Ulm. Sehr gut, eine Vertreterin aus Ulm ist auch heute hier. Dass alle Bürger mitgenommen werden. Offene Daten und Software, das finden wir auch sehr wichtig, um eben auch die kommunale Souveränität sicherzustellen. Digitale Angebote des lokalen Einzelhandels fördern, sehr gut. Weniger Autos in der Stadt, gut. Und jetzt können wir die weiteren Antworten leider nicht sehen. Ich bin sicher, dass Sie das im Nachgang aber dennoch kommuniziert bekommen. Klimaaufhetzung, Schwächen, Starkregen, Versickern. Das heißt bestimmt Kleinklimaaufheizung, Schwächen. Genau, also Hitzeinseln reduzieren. Genau, das werden wir auch aufgreifen. Gut. Dann danke ich Ihnen recht herzlich und dann kommen wir zur Vorstellung des Beteiligungsprozesses. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Real. Sie haben uns ja einen Überblick gegeben über die Inhalte. Was ist eigentlich IDEC? Worum geht es da? Was passiert? Und jetzt von meiner Seite ein paar Sätze, wie der Prozess weiterläuft, wie Sie sich beteiligen können. Wer bin ich? Mein Name ist Markus Krämer, Stadtbaudirektor bei der Stadt Neu-Ulm. Ich leite das Dezernat für Umweltplanen und Bauen. Das heißt also, dass das IDEX, dieser Prozess, in meinem Dezernat läuft und bearbeitet wird. Ja, wir werden einen Beteiligungsprozess haben. Jetzt funktioniert es im entscheidenden Moment nicht. Vielleicht können einfach die Moderatoren die Folie weiterklicken. Sehr schön. Digitalisierung stößt immer wieder an technische Grenzen. Das ist der Klassiker. Ja, wir sind, die kommende Folie zeigt es Ihnen, jetzt heute an dem Step der Auftaktveranstaltung. Sie beteiligen sich entweder hier in der Präsenzveranstaltung oder eben digital vor Ihren Endgeräten. Und der nächste Step ab morgen wird ein Ideenwettbewerb sein, wo jeder, der interessiert ist, sich einbringen kann mit Vorstellungen, ja, was sind denn wirklich die Themen? Wir hatten schon mal hier ad hoc eben über die Beteiligung mit dem Smartphone ein paar Themen eingebracht und das kann dann natürlich jetzt noch präzisiert werden, das soll detailliert und präzisiert werden
Und wenn die Ideen eingebracht sind, wenn die platziert sind, dann soll es Arbeitsgruppen geben, soll es Workshops geben, in denen tatsächlich dann gemeinsam von interessierten Bürgern erarbeitet werden kann, wie werden wir unsere Stadt digital weiterentwickeln. Da soll es mehrere Runden geben, die erste vom 18.11. bis zum 2.12. und die zweite und dritte Runde dann im Dezember und im Februar. Ah, jetzt funktioniert es plötzlich. Wunderbar. Dann soll es ein Smart City Forum geben, um die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppen vorzustellen. Und natürlich am Ende eine gemeinsame Abschlussveranstaltung, die wird voraussichtlich im Herbst nächsten Jahres liegen. Und dann als Ergebnis werden wir das IDEC, dieses Konzept, erarbeitet haben. Das ist allerdings noch lange nicht das Ziel. Das Konzept selber ist ja eigentlich nicht der Selbstzweck, sondern aus dem Konzept sollen dann die konkreten Ansätze auch umgesetzt werden. Also danach kommt dann eigentlich erst der richtig spannende Teil, nämlich wie gehen wir dann auch tatsächlich in die Praxis. Die weiteren Einzelheiten wird Ihnen noch mein Mitarbeiter, der Herr Häusler aus der Stadtplanung, vorstellen. Ich gebe gerade mal weiter. Hoffentlich funktioniert es dann auch weiterhin. Vielen Dank. Ja, wunderbar, danke. Ich werde jetzt auf einige Punkte, die Herr Krämer gerade schon im Schnelldurchlauf angesprochen hat, noch mal ein bisschen konkreter eingehen, damit Sie wissen, wie Sie sich dann wirklich beteiligen können. Und zwar steht als erstes jetzt der Ideenwettbewerb an, der eigentlich heute schon beginnt und dann 4 Wochen auf der Homepage online sein wird und Sie sich da alle 4 Wochen lang bis zum 12.11. einbringen können. Beim Ideenwettbewerb geht es eigentlich um eine Kartenanwendung, wie es vielleicht der ein oder andere auch schon aus dem ISEC kennt. Da gab es auch schon mal so eine Karte, wo man seine Probleme eintragen konnte oder auch eintragen konnte, was man gut findet an der Stadt. Und das eben in der Karte verorten konnte. Das jetzt sieht wieder ganz ähnlich aus, dieser Ideenwettbewerb. Nur wir suchen halt diesmal wirklich nur digitale Lösungen. Also es wäre auch ganz wichtig, dass die Themen hier, dass alle eingebrachten Themen auch wirklich einen Bezug zur Digitalisierung haben, weil sonst können wir die in dieses Konzept natürlich nicht aufnehmen. Dann können wir die vielleicht weitergeben, aber eben nicht in dieses Konzept aufnehmen. Genau, die Ideen können auch jetzt wieder mit und ohne räumliche Verortung eingetragen werden. Wie das genau aussieht, sehen Sie gleich auf der nächsten Folie. Und Sie können die Ideen auch wieder anonym äußern. Das heißt, Sie müssen da überhaupt keine Daten angeben, müssen Sie in dem Fall jetzt gar keine Bedenken haben, sondern es ist auch alles anonym möglich. Und wie gerade schon angesprochen, kommen die Ideen dann anschließend in die Arbeitsgruppen, zu denen ich aber gleich auch noch eine eigene Folie habe. Ja, so sieht die Ideenplattform gerade auf der Homepage aus. Sieht man jetzt hier auf der rechten Seite auf der Folie. Die Adresse sehen Sie auch oben, ist Ihnen aber sicher schon bekannt, weil Sie da gerade entweder den Livestream sehen oder sich für die Präsenzveranstaltung angemeldet haben. Auch alle Beteiligungsschritte, die jetzt kommen, die werden alle auf dieser Homepage begleitet. Das heißt, wenn Sie sich die Homepage merken, dann können Sie sich im Zweifelsfall auch alles da nochmal nachlesen. Genau, wir haben hier in der Ideenplattform im oberen Teil eben wieder diese Karte, die Sie bestimmt schon kennen. Das sind jetzt schon ganz viele bunte Punkte drin. Sieht genauso aus wie hier auf dem Bild. Die Punkte haben jetzt wir in der Stadtverwaltung schon eingetragen. Allerdings haben wir die jetzt auch nicht frei erfunden, sondern das sind die Punkte, die Sie im ISEC schon eingebracht haben oder die im ISEC einfach als große übergreifende Herausforderung stehen. Das heißt, die sind alle ein bisschen allgemeiner gehalten, die beziehen sich jetzt nie auf ein konkretes Haus oder eine konkrete Straße. Und Sie können sich da einfach mal durchklicken, ein bisschen durch die Karte und werden dann sicher ganz viele Themen finden, zu denen Sie auch digitale Ideen haben oder auch nicht. Und im unteren Teil gibt es dann so eine Kommentarfunktion, die kennen Sie eigentlich auch schon aus dem ISEC, wenn Sie sich damit schon beschäftigt haben. Da können Sie ganz unten auf diesem blauen Balken einen Kommentar verfassen. Das heißt, Sie wählen einfach in der Karte ein Thema aus, das Sie interessiert. Und ganz unten gehen Sie dann auf Kommentar verfassen und können dann Ihre Idee zu diesem Thema einbringen. Dann gibt es auch noch so ein rotes Feld, das war für alle Themen gedacht, die jetzt, oder für alle Ideen gedacht, die jetzt bis jetzt noch nicht zu einer Herausforderung passen. Also auch die Situation haben wir vorgesehen. Aber da klicken Sie sich am besten durch, das
versteht man, glaube ich, auch relativ schnell von einfach, und sonst wird auch alles auf der Homepage nochmal erklärt. Also da will ich Sie auch wirklich ermutigen, da Ihre Ideen einzubringen, weil wir die dann auch wirklich wieder aufgreifen und in das Konzept auch reinbringen wollen und dann auch zur Umsetzung vorbereiten wollen. Ja, nach diesem Ideenwettbewerb stehen eben die Arbeitsgruppen an, wie gerade schon gesagt. In den Arbeitsgruppen werden alle Ideen aufgegriffen, die in diese Ideenplattform eingegangen sind, und werden dann nochmal bewertet, überprüft, ob die auch wirklich realistisch sind, und dann auch weiter ausgearbeitet, wenn die Arbeitsgruppen damit was anfangen können. Und die Arbeitsgruppen haben natürlich auch die Chance, dann selber nochmal eigene Ideen einzubringen. In den Arbeitsgruppen, das ist vielleicht ganz entscheidend, wer sitzt da drin? Da sitzen unter Umständen Sie drin, also wenn Sie daran Interesse haben, sich noch ein bisschen mehr in das Thema einzuarbeiten, dann können Sie sich einfach für so eine Arbeitsgruppe anmelden. Wie das genau geht, kommt gleich nochmal, aber steht auch wieder auf der Homepage, also merken Sie sich auf jeden Fall die Homepage. Und wir haben auch 4 Arbeitsgruppen, genauso wie die 4 Themen, die Frau Real schon vorgestellt hat. Und da können Sie sich dann auch ein Thema aussuchen, an dem Sie besonders interessiert sind. Die Arbeitsgruppen sollen möglichst einen Querschnitt der Stadtgesellschaft abbilden. Das heißt, Sie müssen nicht IT-Experte sein, um sich an diesem Thema zu beteiligen, sondern wir wollen wirklich, ja, aus allen Ecken der Stadt und aus allen beruflichen Hintergründen wollen wir, oder hätten, würde uns freuen, wenn Menschen in diesen Arbeitsgruppen wären. Die Arbeitsgruppen, wir haben aktuell 3 Workshops vorgesehen dafür, zwischen November und Februar, wobei wir da auch relativ flexibel sind. Also wenn sich so eine Arbeitsgruppe dann einspielt, dann kann die sich natürlich auch untereinander abstimmen, und vielleicht besteht ja noch mehr Interesse, auch über das Projekt hinaus vielleicht zusammenzuarbeiten. Die Bewerbung für die Arbeitsgruppen ist auch ab heute möglich, wie gesagt, auf der Homepage, und die ersten Termine stehen im November an. Hier sehen wir jetzt nochmal alle 4 Gruppen mit allen 4 Themen nebeneinander und in der unteren Zeile auch schon den jeweils ersten Workshop. Der wird in allen Arbeitsgruppen per Videokonferenz stattfinden. Das heißt auch relativ niederschwellig, Sie müssen da keinen großen Aufwand betreiben. Sie melden sich einfach per Mail an stadtplanung@neuulm.de an, wie es auf der rechten Seite steht. Und dann erhalten Sie eine Einladung für die erste Videokonferenz und können da ganz unkompliziert mal reinschauen und teilnehmen. Genau, und hier auch nochmal der Hinweis, alle Infos auch auf der Homepage. Ja, und jetzt noch ein bisschen weiter in die Zukunft geblickt, wenn dann die Arbeitsgruppen mal in Fahrt gekommen sind, mal ihre ersten Ideen entwickelt haben oder auch die Ideen der Ideenplattform aufgegriffen haben. Dann wird eben im Frühjahr 2022 das Smart City Forum anstehen, bei dem es dann einfach nochmal darum geht, ein bisschen konkreter zu diskutieren. Natürlich, heute ist alles noch relativ allgemein, wir sind bei der Einführungsveranstaltung. Es ist natürlich jetzt inhaltlich noch nichts in dem Strategie- und Maßnahmenteil passiert, und im Frühjahr gibt es dann aber Ideen, und dann wollen wir die auch nochmal zurückspiegeln in so einer öffentlichen Veranstaltung und dann eben nochmal mit einem größeren Kreis darüber diskutieren. Und so sind dann durch diese eigentlich relativ vielen Beteiligungsschritte, die wir hier haben, dann auch hoffentlich möglichst viele Interessen aus der Bürgerschaft irgendwie im endgültigen Konzept dann abgebildet. Genau, das dann auch zum Beteiligungsprozess, und damit ist der Input von unserer Seite erstmal rausgegangen, und jetzt sind wir natürlich noch für Fragen da, und dafür würde ich dann an die Frau Hoffmann zurückgeben. Ja, herzlichen Dank, Herr Häusler, und natürlich auch alle anderen Referentinnen und Referenten. Ein paar Fragen sind schon eingegangen. Bitte scheuen Sie sich nicht, Ihre Fragen fleißig in dieses kleine Chatfenster unterhalb des Videos, in dem Sie uns oder mich gerade sehen, einzutragen. Kleiner Hinweis an die Technik, ich kann die Seite nicht mehr laden, also wenn da Fragen eingegangen sind, weitere als die, die ich schon gesehen habe, vielleicht könnte mir jemand kurz helfen, aber ein paar Fragen sind schon da. Ganz wesentlich die Frage, Herr Häusler, das wissen Sie bestimmt als Projektleiter. Ich konnte heute erst später dazukommen. Wird die Präsentation oder die Aufzeichnung noch veröffentlicht? Herzlich willkommen an dieser Stelle, gar kein Problem. Herr Häusler. Entschuldigung, ich war mit der Technik beschäftigt. Sie können mir bei der Technik gar nicht helfen, nur diese Technikfrage. Wird die Veranstaltung heute aufgezeichnet? Jawohl, die Veranstaltung wird ja im Livestream übertragen, und der Livestream bzw. das Video, das dann entsteht, wird auch auf der Homepage wieder verfügbar sein, wie Sie es vielleicht auch schon aus
anderen Veranstaltungen der Stadt kennen. Das werden wir beibehalten. Wunderbar. Also ja, Entschuldigung, ich habe die Präsentation extra gewünscht. Ja, die werden wir auch auf die Seite stellen. Lässt sich machen. Präsentation auch wunderbar. Dass man nicht den ganzen Film anschauen muss, wenn man nur die Präsentation sehen will, machen wir. Wunderbar. Die Stadt Ulm, gibt es hier eine Frage, die Stadt Ulm beschäftigt sich schon lange mit dem Thema Smart City. Gab es auch schon Überlegungen, die Ulmer Strukturen auf Neu-Ulm einfach zu erweitern, zu übertragen? Nein, übertragen einfach tun wir nichts. Wir machen es für Neu-Ulm passend. Wir gehen immer unseren eigenen Weg, Frau Albsteiger. Wir sind Neu-Ulm und wir machen das, was für uns angemessen ist. Und wir fangen jetzt ja nicht erst an, Digitalisierung zu entwickeln. Wir sind mittendrin in sehr vielen Handlungsfeldern. Ich ergänze das natürlich gerne. Also was jeder ja auch weiß, ist, dass wir eine untrennbare Verbindung zu Ulm haben und wir natürlich auch in regelmäßigen Austausch stehen über verschiedene Projekte. Ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, Initiative Ulm Digital, da sind der Oberbürgermeister Zisch und ich beide die Schirmherrin von der Initiative, die machen auch einige Projekte. Wir sind in den Stadtwerken verbunden, auch dort gibt es das eine oder andere Digitalisierungsprojekt. Also es findet ein ständiger Austausch statt, das ist auch wichtig und ich bin auch dafür, dass wir das Rad nicht komplett neu erfinden, aber ich kann das nur unterstützen, was der Herr Krämer sagt, man kann nicht das eine Konzept der einen Stadt auf eine andere Stadt ungefragt übertragen. Erstens, finde ich, haben auch die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Ulm das Recht, sich hier mit ihren Ideen einzubringen. Deswegen machen wir das Ganze natürlich auch. Aber es muss, wie gesagt, auch passen. Die Struktur von Neu-Ulm ist einfach ein bisschen anders. Wir sind nur halb so groß. Wir haben 14 verschiedene Stadtteile, sind also relativ ländlich geprägt auch noch. Das muss man einfach auch mit einbeziehen, wohl wissend, dass natürlich auch Ulm ländliche Stadtteile hat. Aber es muss schon alles ineinander greifen, richtig. Und von jedem ein bisschen, würde ich sagen. Einerseits aus Erfahrung der Stadt Ulm lernen, entsprechend das ein oder andere, was die schon erarbeitet haben, auch mitnehmen, ohne Zweifel. Da sind die sehr kooperativ unterwegs, aber auch selber vielleicht die ein oder andere neue Idee entwickeln. Genau, also es läuft vielleicht noch zur Ergänzung. Es läuft ja jetzt schon sehr vieles gemeinsam, also insbesondere im Bereich der Versorgung. Wir haben die gemeinsamen Stadtwerke und es ist klar, da bei der Energieversorgung, Wasser und so weiter, da laufen sehr viele digitale Prozesse schon seit langem. Dann im Verkehrsbereich, egal ob es um Verkehrsströme geht, ob es um den ÖPNV geht, das geht Hand in Hand mit Ulm, selbstverständlich. Mhm. Mich würde interessieren, Frau Real, Herr Mössle, da Sie ja auch eine ähnliche Entwicklung, sage ich mal, in Ulm betreuen durften oder noch betreuen, wo sehen Sie die größten Unterschiede oder Ähnlichkeiten? Sie gucken ja noch mal mit einem anderen Blick drauf, sage ich mal. Die Stadt Ulm begleitet aktuell, macht momentan ein sehr großes Smart City Projekt. Ich denke, hier auf diesen Struktur kann man sehr gut aufbauen. Auch das ganze Thema Bürgerbeteiligung, da ist die Stadt Ulm schon sehr aktiv. Hier könnte man sich auch überlegen, ob man gemeinsam auch Bürgerveranstaltungen durchführt. Denn viele Themen betreffen beide Städte, zum Beispiel das Thema Mobilität. Die Stadt Ulm und die Stadt Neu-Ulm sind hier untrennbar miteinander verbunden. Also Herr Mössle, es reicht nicht nur bis zur Hälfte der Brücke zu denken, sondern muss auch ein bisschen hin und her gehen. Ja, richtig. Und auf jeden Fall auch beim Thema Digitalisierung. Ne? Also Digitalisierung endet ja nicht an der Stadtgrenze, sondern Digitalisierung geht in die Region, geht über die Stadt hinaus. Und das ist ja letztendlich der Punkt. Ne? Und deswegen ist es gerade so wichtig, in diesen Querschnittsthemen Nachhaltigkeit, Digitalisierung, auch dort zusammenzuarbeiten. Und dort kann, glaube ich, genau dieser Prozess auch gut sozusagen im Dialog aufbauen. Und ich glaube, da kann man viel voneinander lernen. Ich glaube, auch Ulm kann viel von Neu-Ulm lernen. Das muss man auch so rumsehen. Und auch in Ergänzung, was Sie vorhin gesagt haben, es geht ja letztendlich darum, durch Digitalisierung, ich sag mal, analoge Herausforderungen zu lösen und sozusagen, naja, die analogen Herausforderungen zu umgehen oder besser zu machen. Und ich glaube, die Herausforderung oder das ist ganz spezifisch und deswegen ist es so wichtig, dass sich die Stadt Neu-Ulm selber mit diesem Thema beschäftigt und dieses IDEC entwickelt. Und man kann sowieso gar keine Smart City-Strategie, sage ich mal, oder diesen Prozess kopieren. Das geht gar nicht, weil es ganz spezifische Rahmenbedingungen eben sind. Und deswegen ist es so wichtig. Frau Albsteiger, wir haben jetzt natürlich schon einige
positive Effekte kennengelernt bei Frau Real und Herrn Mössle, die so eine Digitalisierungsstrategie oder ein Konzept auf die Stadt hat. Welchen Mehrwert erwarten Sie im Hinblick auf die Verwaltung und die Politik für Ihre Arbeit ganz konkret? Was bedeutet das? Also für meine persönliche stelle ich jetzt mal ein bisschen zurück. Ich verstehe das als Frage, was erwarte ich als Vertreterin der Stadt? Ich glaube schon, das Thema Nachhaltigkeit ist ja an sehr prominenter Stelle angesprochen worden, dass wir durch die Digitalisierung, ich habe da übrigens eine 9 gemacht, ob das miteinander zusammengeht, die Digitalisierung und der Klimaschutz, die Nachhaltigkeit. Ich glaube, dass das ganz enorme Synergien entwickeln kann und auch das ein oder andere im Vermeidungsbereich, sage ich mal, gestalten kann. Das heißt, das Thema Parkraummanagement ist angesprochen worden. Wenn ich es schaffe, durch digitale Hilfsmittel, die müssen ja nicht genutzt werden, aber sie können genutzt werden, die ein oder andere Fahrt in die Stadt oder durch die Stadt zu vermeiden, dann habe ich davon schon einen echten Nutzen. Der ist sogar messbar in CO2-Vermeidung. Also insofern erwarte ich mir tatsächlich einen Einfluss auf Klima und Lebensqualität, auf beide Dinge. Und da gibt es wahrscheinlich im Detail ganz, ganz viele Beispiele, die mir jetzt spontan auch alle gar nicht einfallen. Aber ich glaube schon, dass es sowohl für die Verwaltung, für die Stadt, für eben die Lebensqualität sehr positive Entwicklungen geben wird. Ich glaube aber auch für den einzelnen Bürger und die einzelne Bürgerin hier bei uns in der Stadt sich durchaus positiv gestalten kann. Ich sage jetzt mal Digitalisierung. Kann manchmal an Nerven zehren, das weiß ich, da kämpft man damit, aber sie kann auch sehr nervenschonend sein und auch den einen oder anderen Weg und damit also vermeiden und damit Zeit sparen. Herr Krämer, Herr Häusler, was hat denn ein Verwaltungsmitarbeiter, eine Mitarbeiterin davon, wenn zum Beispiel Daten veröffentlicht werden, Verkehrsdaten, weiß ich nicht, Einwohnermeldedaten, wie viele Hunde gibt es in der Stadt, Daten? Was haben Sie davon, wenn das öffentlich gemacht wird? Gut, es geht einmal darum, dass Daten öffentlich gemacht werden für Bürger, für Firmen, für Unternehmen, die mit diesen Daten arbeiten. Und dann, wir brauchen natürlich auch in der Verwaltung selber einen Haufen Daten, eben gerade zum Verkehr, über die Stadtentwicklung, um zielgenau und passgenau zu planen. Genau, aber Sie haben die Daten ja so oder so, aber jetzt sollen im nächsten Schritt oder werden zum Teil schon diese Daten öffentlich gemacht werden. Warum? Naja gut, die Daten öffentlich zu machen, ist ja vor allem auch ein Angebot an die Bürgerinnen und Bürger. Vielleicht auch, also ich könnte es mir vorstellen, dass es vielleicht auch interessant ist für Einwohnerinnen und Einwohner in Neu-Ulm, wenn sie einfach mal einen Blick drauf werfen können, wie ihr Leben so in Daten aussieht quasi. Und dann macht man sich natürlich auch Gedanken und reflektiert irgendwie, wo man vielleicht selber noch was für Nachhaltigkeit tun kann oder sowas. Es ist einfach auch ein interessantes Informationsangebot für Bürgerinnen und Bürger. Und in Smart Cities, also in dieser Smart-City-Fachdiskussion gibt es ja auch oft, da ist eigentlich auch so ein zentrales Unterscheidungsmerkmal zwischen den asiatischen und den europäischen Smart-City-Ansätzen, glaube ich. Sie korrigieren mich, wenn Sie da noch Ergänzungen haben. In Deutschland haben wir einfach einen strengen Datenschutz, beziehungsweise auch in ganz Europa gehen wir mit Daten ganz anders um als in Asien. Die Daten sind die Daten der Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb ist es auch wichtig, dass die dann auch öffentlich sind. Wir sehen Daten eher so als Gemeingut irgendwie. In Asien sind die vielleicht eher in der Hand von einem einzelnen Unternehmen und ja, ist ein ganz anderer Ansatz. Ja. Frau Alpsteiger, Daten als Gemeingut. Also ganz wesentlich, unsere Arbeit in der Stadt hat ja unter anderem das Ziel, effizient zu sein. Warum effizient? Weil wir mit Steuergeldern hantieren und die natürlich nicht verschwendet werden dürfen. Deswegen brauchen wir eine gute Datenlage, um passgenau unser Geld entsprechend zu verteilen. Politik ist ein ständiger Verteilungskampf ums Geld. An welcher Stelle setze ich es ein? Und damit ich weiß, wo ich es am sinnvollsten einsetze, wo es dem Gemeinwohl am ehesten und am meisten zugutekommt, brauche ich diese Daten. Und dann auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, Politik zu erklären und transparent zu machen. Das heißt, wenn für die Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbar ist, warum wir an dieser oder jenen Stelle einen zusätzlichen Bus eingeführt haben und vielleicht an der anderen Stelle
die Taktung etwas ausdünnen mussten, dann wird das Individualinteresse gleich nochmal in einer anderen Art und Weise reflektiert und dadurch auch nachvollziehbarer gemacht. Das ist also was, was ich mir schon erhoffe, dass die Kommunikation, das Verständnis, das Erklären von Entscheidungen dadurch ein Stück weit einfacher wird. Dankeschön. Eine Frage haben wir noch. Wie wird sichergestellt, dass auch Menschen ohne Smartphone in Zukunft nicht vom öffentlichen Leben ausgeschlossen werden? Also vielleicht fange ich da auch mal an und darf gerne ergänzt werden. Das ist uns natürlich wichtig. Wir machen hier einen digitalen Entwicklungsprozess und laden Bürgerinnen und Bürger dazu ein, sich zu beteiligen. Und ich glaube, dass es viele gibt, die richtig Lust darauf haben und die auch einen Mehrwert entdecken, erkennen und sich daran beteiligen wollen und vor allem Nutzer des Ganzen zum Schluss sein möchten. Aber unsere Stadt besteht eben auch aus den anderen. Und ich glaube, das eine tun, ohne das andere zu lassen, ist das, worauf es zum Schluss ankommt. Wir werden weiterhin ein Bürgerbüro haben, in dem Menschen da sind, die sich um diejenigen kümmern, die einfach nicht ins Digitale wechseln möchten und da einen Antrag ausfüllen, sondern die können nach wie vor weiterkommen und sich Hilfe suchen, Hilfestellung geben lassen. Und dieses Nebeneinander von dem Ganzen ist ehrlicherweise nicht günstig, muss man ehrlicherweise einfach auch zugeben. Da sind wir vielleicht auch in der Transformationsphase zum jetzigen Zeitpunkt, aus auch definitiv notwendig macht, beides anzubieten. Und auch das Gesicht von Menschen zu sehen, halte ich für sozial unheimlich wichtig. Aber es gibt viele Kombinationen aus dem Ganzen und wir versuchen natürlich auch, wurde auch angesprochen, auch diejenigen, die nicht zu den Digital Natives gehören, sondern auch die Seniorinnen und Senioren in unserer Stadt da auch behutsam an das Thema ranzuführen, werden aber sicherlich niemanden zwingen. Ja, ich glaube auch, genau diese Veranstaltung ist doch ein sehr anschauliches Beispiel, wie wir das leben, weil sie eben nicht nur digital stattfindet, sondern sie sind eingeladen, hierher zu kommen und viele haben das auch wahrgenommen und sind tatsächlich hier in Präsenz da und können auch die Hand heben und sich einfach melden. Also man muss eben nicht nur mit dem Smartphone teilnehmen. Dankeschön, ja. Herr Häusler, Sie zucken? Oder alles nur gut. So, nur Interesse halber. Frau Alpsteiger hat es gerade angesprochen. Eine Frage kam im Chat, die gebe ich gerne weiter an die ExpertInnen wahrscheinlich von City and Bits. Ist das Finanzvolumen ernst gemeint? Wir reden ja aktuell von einem Projektbudget für die Entwicklung des IDEX und das ist absolut ernst gemeint. Ja, damit werden wir zum einen eben das Konzept entwickeln und die Bürgerbeteiligung durchführen. Herr Häusler. Dazu jetzt eine Ergänzung. Also es geht hier um die Konzeptentwicklung. Es geht natürlich nicht um die Umsetzung der Maßnahmen, die da dann drinstehen, weil dafür reicht das Finanzbudget sicher nicht aus. Und da würde ich gerne ergänzen. Und genau aus diesem Punkt gibt es ganz zum Schluss auch einen Leistungsbaustein, wo wir uns eben mit einem Finanzierungskonzept auseinandersetzen, um dann eben auch möglich zu machen, dass die Ideen dann nicht einfach versickern, sondern dass sie auch wirklich umgesetzt werden können. Von daher haben wir das schon sehr ganzheitlich gedacht. Und hier gibt es noch eine Anmerkung, keine Frage. Bitte vergessen Sie nicht die Vororte von Neu-Ulm, nicht nur an die Innenstadt denken. Die sind aber, zumindest auf der Karte habe ich es gesehen, die sind natürlich mitgedacht. Oder? Absolut. Wir denken Neu-Ulm durchaus ganzheitlich, aber es gibt sicherlich, muss man fairerweise sagen, natürlich unterschiedliche Bedarfe. Einige Dinge, die wahrscheinlich in den Vororten jetzt nicht so unbedingt drängend sind. Also wenn ich an das Thema Parkraummanagement denke, um das nochmal als Beispiel zu machen, der Parksuchverkehr in der ein oder anderen Wohngebietsstraße in Gerlenhofen mag auch groß sein, aber der Druck ist dann doch in der Innenstadt noch mal ein bisschen ein größerer und dementsprechend wird es auch passgenau auf die einzelne Anwendung oder Herausforderung dann zugeschnitten werden. Da kann man auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber wir denken sie immer mit, natürlich. Ich denke, also ich glaube, die Gefahr, dass die Vororte, die ländlicheren Bereiche außen vor bleiben, ist sehr gering, weil das ist ja gerade das Wesen der Digitalisierung, dass sie nicht räumlich begrenzt ist, sondern eigentlich überall verfügbar ist. Wenn wir beispielsweise in der Stadtverwaltung, wir arbeiten natürlich dran, unsere Prozesse
zu digitalisieren, dass Sie also mehr und mehr Dienstleistungen digital abrufen können und digital teilnehmen können. Und da ist es ja egal, ob Sie in der Innenstadt sind, ob Sie in Holzschwang sind oder ob Sie das aus dem Urlaub dann möglicherweise erledigen. Inwieweit reicht denn diese Strategie überhaupt in den Kreis hinein? Wie tief geht das? Weil auch hier kann man ja nicht einfach an einer Grenze sagen, bis hierhin und nicht weiter, oder muss man das? Das Projekt wird die gesamte Stadt Neu-Ulm abdecken, also alle 14 städtischen Siedlungsgebiete sozusagen. Und das ist der Abgrenzungsraum, also man muss es tatsächlich schon auch abgrenzen, man muss aber auch in die Region denken. Region heißt eben auch Ulm, wurde vorhin ja auch schon angesprochen, aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Stadt Neu-Ulm. Und ich würde gerne noch eine Sache ergänzen, was das Thema Digitalisierung jetzt mal in den eher dörflichen Strukturen anbelangt. Wir beobachten es, dass jetzt in Zeiten von Corona immer mehr Leute auch von zu Hause aus arbeiten. Das bedeutet, das Mobilitätsverhalten ändert sich, aber eben auch die Bedarfe vor Ort verändern sich. Das bedeutet zum Beispiel, dass man sich überlegen könnte, ob man Coworking Spaces in manchen Siedlungsbereichen, also sagen wir mal Gerlenhofen, ansiedelt, weil man feststellt, dass es dort tatsächlich sehr viele Menschen gibt, die nicht mehr zu ihrem üblichen Büro fahren, sondern vor Ort bleiben. Aber manchmal ist es halt doch schön, in einer Gemeinschaft zu arbeiten und nicht am Küchentisch. Mhm. So, und da wäre eine digitale Lösung ganz, ganz spannend und ist eine Sache, die wir auch mit bedacht haben. Dafür müsste Gerlenhofen dann auch noch Glasfaserkabel im Boden liegen haben oder hat es das schon? Nee, also das ist natürlich auch immer ein Thema. Ne? Beim ländlichen Raum kann man ja 100 Coworking Spaces sich ausdenken, aber wenn das Netz nicht da ist, gehört das auch mit zum Thema ISEC? Ja, natürlich. Also der Infrastrukturausbau ist ein wesentlicher Teil unserer Arbeit. Wir sind in Neu-Ulm schon ganz gut aufgestellt, also die Datenraten im Festnetz sind überall auf einem vernünftigen Stand, aber wir haben ein Ausbauprogramm. Glasfaser wird also nach und nach flächendeckend ergänzt, da wo es noch nicht liegt. Also sowohl nicht nur in der Innenstadt, sondern in jedem Stadtteil. Wunderbar, vielen Dank. So, jetzt gucke ich hier mal ins Dunkle so ein bisschen. Rudert jemand mit den Armen, weil er unbedingt eine Frage loswerden möchte? Wir hätten auch ein Mikrofon, so ist nicht. Danke schön. Licht hilft. Nee, keine Fragen. Alles beantwortet. Fantastisch. Ich traue es mich kaum zu sagen, aber ich glaube, es sind einfach alle so gut informiert von dieser Veranstaltung heute Abend, denn aus diesem Internet kommen auch keine Fragen mehr. Dann gibt es im Nachgang noch die Gelegenheit, irgendwo Fragen loszuwerden, per Mail, per irgendwas Formular? Ja klar, jetzt startet der Beteiligung. Also immer wieder, genau. Ja. Im Verlaufe des Prozesses und natürlich bei den diversen Veranstaltungen, die wir gerade schon gesehen haben, Workshops, Werkstätten und so weiter. Genau, und ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir Sie um Feedback zur Auftaktveranstaltung bitten möchten. Was hat Ihnen denn gefallen? Was hat Ihnen vielleicht auch gefehlt? Was sollten wir beim nächsten Mal aufgreifen? Dafür wären wir Ihnen sehr dankbar. Genau, und die Antworten sehen wir jetzt aber nicht hier. Das ist wirklich für die interne Auswertung. Deshalb passiert da noch nichts, obwohl unten schon, man sieht, 5 Menschen mitgemacht haben. Ich danke Ihnen allen fürs Dasein, fürs körperlich Anwesensein im Edwin-Schaaf-Haus, aber natürlich auch fürs Zuschauen und für die Fragen zu Hause. Beteiligen Sie sich bitte weiterhin, denn ja, wenn Sie es nicht machen, macht es irgendwie auch keiner, glaube ich. Ganz herzlichen Dank an Sie alle und ich wünsche weiterhin gutes Gelingen und viel kreativen Input aus der Bürgerschaft. Herzlichen Dank.